ist das sogenannte Mahlzeichen des Tieres, das in der siebjährigen Drangsalszeit eingeführt werden wird. Ist das gleichzusetzen mit einem RFID-Chip? Definitiv nicht. Auf dem Kanal Bibelbegreifen gibt es einige Videos, die bereits erklären, was es mit diesem Mahlzeichen auf sich hat. Aber in diesem Video geht es speziell um die Frage, ist das Mahlzeichen des Tieres ein RFID-Chip? Nein, aus folgenden Gründen. Erstens, die Wortbedeutung im griechischen Grundtext sagt eindeutig, dass es etwas ist auf der Haut, eine Tätowierung, eine Gravur, ein Brandmal auf der Haut und nicht etwas in der Haut oder unter der Haut, sondern etwas auf der Haut, vielleicht eine Tätowierung. Zweitens, dieses Mahlzeichen ist keine Erfindung des Antichrist, sondern es ist eine teuflische Imitation einer göttlichen Wahrheit, einer göttlichen Versiegelung, denn Gott versiegelt die 144.000 gläubige Juden. Diese symbolische Zahl repräsentiert die Juden aus den 12 Stämmen Israel, die dann in der Drangsalszeit zum Glauben kommen werden, an Jesus Christus ihn annehmen werden als ihren Messias. Und Gott versiegelt sie an der Stirn mit einem Siegel und dieses bewahrt sie vor dem Gericht. Und das ist kein RFID-Chip, sondern ein echtes Siegel, wie es bereits auch schon im Alten Testament gab. Und der Teufel imitiert das, so wie der Teufel alles Göttliche imitiert. Es gibt den wahren Christus, er imitiert ihn mit einem Antichristus. Es gibt die wahre Braut Christi, die Gemeinde Gottes, er imitiert sie mit der großen Hure Babylons, der gefallenen Christenheit. Es gibt die wahre Versiegelung der Gläubigen in dieser Drangsalszeit und der Teufel imitiert dies mit einem Mahlzeichen des Tieres, das der Antichrist einführen wird, aber jedoch inspiriert vom Teufel. Es ist also eine teuflische Imitation. Drittens, dieses Mahlzeichen wird direkt sichtbar sein müssen und ist damit auch fälschungssicher und direkt erkennbar ohne technische Hilfsmittel. Es ist direkt auf den ersten Blick sichtbar, ob jemand dieses Mahlzeichen angenommen hat oder nicht und ist nicht abhängig von technischen Zusatzmitteln wie Auslesegeräte oder ähnliches. Viertens, das ist ein Nebengrund, die RFID-Chip-Technologie ist völlig veraltet, ist überhaupt nicht mehr state of the art. Inzwischen nutzt man viel mehr biometrische Daten als etwa ein Chip, der nur noch eingesetzt wird für Rinder und Tiere. Und diese Technologie wird nicht zukunftsträchtig sein. Aber das ist nur ein Nebengrund. Der Hauptgrund ist, dass es eine teuflische Imitation ist eines göttlichen Siegels auf der Haut.